Willkommen zur F1 2022 Mega-Season, heute zum Training und Qualifying und es geht endlich los, Leute. Gestern war schon das erste Training, wir werden natürlich auch ein bisschen drüber reden, was da alles so gelaufen ist und was da gestern schon für Diskussionsstoffs gesorgt hat. Ja, Problem leider, wir haben noch nicht die neuen Autos. Ich freue mich natürlich schon aufs neue Game. Uns mal zu kennen, sind wir auch dieses Mal mit Aston Martin unterwegs. Ich habe mir gedacht, ein mittelmäßiges Team. Und vor allem haben die nicht starke Design geändert. Man hat zwar das Pink jetzt weg, aber trotzdem. Schaut unbedingt gerne auch gerne auf Instagram vorbei und vor allem auch gerne auf itz_tobi, falls ihr nicht von dort kommt. Freut mich wirklich extrem. Wir sind fast 10, also wir sind über 10.000 und fast 10.700. Links sind wie immer alle unten in der Bio. Ich habe mir rechts ein kleines Ovali selbst gebastelt mit Rennstrategie. Ich habe mir nämlich eine normale Fahrerkarriere. Wir werden in der Rolle von Vettel fahren, was leider ein bisschen ironisch ist, weil er ja Corona-positiv getestet wurde. Das ist natürlich ein bisschen schade, muss man sagen. Dafür wird Nico Hülkenberg einspringen. Hier in dieser Kurve gab es auch letztes Jahr einen Diskussionsstoff, aber viel Diskussionsstoff gab es auch gestern, oder sagen wir mal schon die letzten Tage, auch über das Seitenkästen bzw. über die... das Spiegeldesign, also dieser Wing, wo die Flügel von dem Mercedes drauf hängen. Was sich da noch entscheiden wird. Die FIA hat auf jeden Fall mal für dieses Wochenende grünes Licht gegeben. Die haben gesagt, das ist alles regelkonform und man wird da nichts, man kann da zwar noch Berufung und so weiter einlegen, aber für das Bahrain-Rennen ist es mal regelkonform. Ferrari und auch Red Bull sind da striktestens dagegen und ich bin sehr gespannt, wie das hier ausgehen kann. Und ja, wir sind hier an einer Strecke, die in den letzten Jahren eigentlich ja nicht für sehr spannende Rennen bekannt war. Aber ich denke mal, die neuen Autos, die ja bekanntlich hoffentlich weniger Dirt bringen, könnten vielleicht echt viel mehr Bock machen, das Ganze anzugucken. Wir sind mit der ersten Runde durch und ja, was bedeutet das? Wir werden jetzt mal ein bisschen auf das gestrige FP1 und danach natürlich auch gleich anliegend auf das FP2 gucken. Und dann, ich fahre auch im Hintergrund dabei die Rennen fertig. Aber jetzt kommt mal ein bisschen Entspannung. Wir gucken auf das gestrige Rennen, das gestrige Training, das Recap. Hier haben wir mal den neuen Helm von Lewis Hamilton, ein bisschen inspiriert von Valentino Rossi. Das Lila ist doch dabei geblieben. Dann gab es die erste Fahne, rote Fahne, wegen dieser Szene hier. Ocon hat auf der Geraden durch dieses Bouncing, leider seine ganze Motorabdeckung verloren. Ein bisschen ist er gegen Stroll geflogen, gab jetzt auch keine größeren Sachen. Man hat das dann wieder gerichtet. Sah ein bisschen schlimm aus, als es wahrscheinlich auch war. Die Motorabdeckung, keine Ahnung, dürfte vielleicht Risse gehabt haben oder so. Ich weiß nicht genau. Auch dieses Mal wieder spektakuläre Helmkameras bei Williams unterwegs. Aber auch bei anderen Teams hat man das schon gesehen. Dürfte anscheinend schon ein bisschen zum Tränken geworden sein. Hulk ist back. Wie gesagt, der wird der Ersatz für Sebastian Vettel sein. Wir bleiben stark und fahren da weiter. Auch hier ein Dreher von Charlie Leclerc. Habe ich auch eine Kameraansicht. Kleines Video. Ich hoffe, die werden nicht gesperrt. Aber ich habe geguckt, dass da wirklich nichts zu sehen ist von Oberli technisch. Ein bisschen die Körper berührt, noch ein bisschen Sand da. Und ja, schon hast du das Ganze. Das ist noch alles green gewesen. Die komplette Strecke. Da war jetzt noch nicht viel Grip da. Ich glaube, das war so Mitte ersten freien Training. Also da war nicht viel Grip da. Gasly ganz überraschend mit der schnellsten Rennrunde. Und die war aber noch sehr lame. Also eine 1:34.1. Das ist also, gerade dass einer da vorne war. Eine neue Oberlay, also eine komplette neue TV-Ansicht gibt es jetzt. Ich finde das auch ziemlich cool. Das war nämlich echt schon sehr veraltet. Und jetzt kommen wir gleich zum zweiten freien Training. Und zwar, die Ferraris haben echt immer gut vorgelegt. Die schauen echt sehr stabil aus. Ich weiß nicht genau, ob man vielleicht bei Mercedes, bei McLaren und so weiter noch mit anderen Programmen beschäftigt war, aber die Ferrari schon echt stabil aus, hier auch in der 11er-Kurve, in dieser schnellen Linkskurve und wie gesagt, keine Fehler, hier von Tsunoda auf jeden Fall, der hat da, Charles Leclerc übersehen, gab direkt eine Verwarnung der FIA, man wollte da noch keine Strafe aussprechen, aber dann hat Verstappen ein bisschen das Tempo angezogen, eine 1:31.9, man kam der Zeit des Testens ein bisschen näher, 87.000stel hinter Leclerc und Sainz, auch Russell ganz vorne mit dabei, Hamilton ein bisschen mit Problemen, nur auf dem 9. Platz, aber sehr überraschend auch Mick Schumacher auf dem 8. Platz unterwegs, also das ist noch nicht, denke ich mal, aussagekräftig, aber auch die Alpine weit vorne, wir sind hier in der letzten Partie, habe ich ein bisschen nochmal verbessert, wir sind auch auf der 1:31 unterwegs,
kriegst. Ja, wir fahren da circa die Zeiten der Formel 1. Aber wie gesagt, die sind ein Ticken dieses Jahr langsamer. Das ist echt schade. Und jetzt beginnt mal unsere schnelle Runde. Ich probiere ein bisschen hier zu callen. Morgen wie immer die Hotlap. Da kommt aber diesmal nur Hotlap. Ich möchte auch keinen Recap und so weiter machen. Das wird wahrscheinlich im Rennen danach passieren. So, hier erste Kurve, der Scheitel ganz, ganz wichtig beim Ausbeschleunigen. Kannst du den Körper richtig gut mitnehmen und beim, ja, dann geht's hier ins DS. Wie gesagt, man kann hier, falls ihr eine kürzere Version der Hotlap sehen wollt, gerne auf meinem TikTok-Account, itz-tobi, da gab's die schon am Mittwoch. Die war auch sehr beliebt bei euch. Und dann hier beim Ausbeschleunigen, wie gesagt, links nur nicht, das sind echt Track Limits. Lila im ersten Sektor, das kam schon mal sehr gut. Ja, das ist auch eine Flow-Kurve. Man muss da wirklich in einem Klang sein, sonst verlierst du da gern mal ein, zwei Zehntel. Und das willst du, glaube ich, nicht auf dieser Strecke. Ich bin jetzt auch kein Sim-Racer oder so. Ihr kennt mich, ja. Ich fahre gern zum Spaß. Ich fahre jetzt auch nicht so auf, keine Ahnung, 110 oder so. Ich fahre auf 90, 95 herum, so irgendwas dazwischen. Je nach Strecke. Auf der bin ich ziemlich gut. Auf der nächsten wahrscheinlich eher nicht mehr, auf Saudi-Arabien, die ja auch schon nächste Woche sein wird. Ich hoffe, dass Vettel wenigstens da wieder da ist. Wir sind ja auch in seinem Dienst hier unterwegs, mit dem noch BWT und noch nicht Aramco. Ein bisschen weit drüber gekommen. Das hat sich dann auch gleich auf die Zeit ausgewirkt. Wir sind 1,2 Sekunden schneller. Auch hier, ja, da bist du einmal draußen, die Reifen ein bisschen voller Sand und schon ist das Ganze leider ein bisschen rutschiger. Das macht, ja, leider nicht viel Spaß, wenn du dann, leider auch im Game, ein bisschen bemerkbar, muss man sagen. Hamilton auch hier auf dem ersten Platz, die haben schon die Zeit ordentlich runtergedrückt. Wir sind eben mit einer 1,29,7 gerade noch so auf den ersten Platz gekommen. Aber natürlich sind noch nicht viele mit Gelb gefahren, Verstappen sogar noch mit Weiß. Und hier sind wir nun im Qualifying, unser erstes Qualifying des Jahres, einer Mega-Season, die uns bevorsteht, mit vermutlich 23 Rennen, auch hier in Bahrain. Wieder der Auftakt, wie auch die letzten zwei Jahre schon, Grund natürlich auch, weil die Corona-Pandemie es nicht anders zugelassen hat. Ich meine, Australien war voller Leute. Australien wäre damals auch, glaube ich, nicht gegangen, 2020, wie das Ganze angefangen hat. Und ja, auch letztes Jahr, Bahrain hat sich immer gut bewährt. Man ist ja sehr aus, sehr weit weg von der nächsten Stadt. Ich glaube, 60 Kilometer von, keine Ahnung, wie die Hauptstadt heißt. Aber trotzdem, also das ist schon sehr, sehr gut. Und Kimi blockiert uns hier bei der ersten schnellen Runde in Q1. Mann, Kimi. Fahr mal auf die Seite. Ich habe auch das HUD ein bisschen angepasst. Links ein bisschen die Map wert in die Höhe gegeben, weil das lenkt mich auch ein bisschen ab von diesen, weil da unten das TikTok und so weiter, die haben da auch noch beim Spiegel so einen extrigen Lightwing letztes Jahr gehabt. Und deswegen die Map jetzt ein bisschen übersichtlicher links oben, dann sehen wir auch gleich direkt, wo wir sind, ein bisschen größer gemacht. Und sonst, ja, nur ein paar kleinere Änderungen, trotzdem finde ich das ziemlich okay. Vettel hier, ein echt stabiles Auto, man muss sich schon strecken, um gute Zeiten zu fahren, und ich denke mal nicht, dass wir die Pole holen können. Top 10 wäre auf jeden Fall ein Traum. Ich fahre hier aktuell auf der Stufe 91 herum, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss mich sehr anstrengen. Ich muss mich schon anstrengen, also versteht mich nicht falsch, ich fahre jetzt nicht eine Runde und sage, puh, wieder erster. Nein, also so ist es nicht. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, hoffentlich. Hier Gasly jetzt wieder. Hoffentlich lässt er mal Platz. Leicht hat er uns darauf gezogen. Ja, das ist schon sehr schön. Wir sind eine Sekunde schneller als Stroll. Das ist doch sehr viel. Wir werden dann wahrscheinlich auch nach Saudi-Arabien wieder ein bisschen mehr raufstehen. Ich war auch sehr verblüfft, dass wir dieses Jahr kein Portimao mehr haben. Ich war so lost irgendwie. Ich habe die letzten Jahre oder, keine Ahnung, die letzten Monate, habe ich nicht mehr den Kalender angeguckt. Wir sind 13. langsam, muss Verstappen. Sollte aber dort trotzdem reichen, um in den besten 16, ja, bei den besten 16 zu bleiben. Wir sind gut durchgerutscht auf dem 4. Platz, ja, knappe 14. Sind wir da langsam, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe die letzten Jahre gar nicht so geguckt, Jahre, ich mich trottel, die letzten Wochen bzw. Monate nicht geguckt, also es ist Portimao aus dem Kalender rausgeflogen, das ist mir nicht mal aufgefallen, und auch, ich dachte auch, die ganze Katar wäre auch heuer schon drin, aber nein, ab 23, Grund natürlich die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 im Winter dieses Jahr, ich glaube, die ist von Oktober bis Dezember oder so, ist irgend sowas da in dem Zeitraum, und man wollte sich das wahrscheinlich nicht antun, weil die Formel 1 auch in dem Zeitraum da dort gewesen wäre. Der Fokus auf eine Sportart ist vielleicht auch teilweise besser. Sala, wir sind im zweiten Run, ich probiere es mal mit Gelb, und das sieht sehr ordentlich aus, wir sind nicht, ja, besonders schnell,
doch, sollte reichen für unter 30, doch, eine Zehntel langsam und jetzt schon Top 5 nur noch. Also das kann sehr spannend werden. Auch was sehr spannend wird, ich habe es ganz vergessen zu sagen, wir sind, ja, ich bin nochmal mit Gelb losgefahren. Nein, ich bin nicht mit Gelb losgefahren, ich war 1,1 Sekunden langsam und vierter Platz. Das ist sehr spannend. Stroll ist leider draußen und wie gesagt, ich habe es ganz vergessen, wir werden 50% Rennen fahren, was das Ganze wahrscheinlich noch spektakulärer in Saudi-Arabien machen wird. Aber dieses Rennen dürfen wir hier nicht vergessen. Es wird sehr spannend, sehr taktisch und schaut unbedingt gerne morgen vorbei. Es wird ein schönes Video mit, ich habe mich sehr bemüht und nicht stets bemüht, aber ich habe mich sehr bemüht auf jeden Fall und schaut da wirklich unbedingt gerne vorbei. Es würde mich echt extrem freuen und ich hoffe, wir werden uns vielleicht dann auch bei der Hot Lap morgen sehen. Ich weiß, es kommt ein bisschen viel morgen. Auch eine Recap werde ich wahrscheinlich für Montag, spätestens Dienstag planen. Also planen tue ich es für Montag, aber wahrscheinlich nehme ich es dann montags auf und es kommt dann am Dienstag. Wir werden ein bisschen drüber quatschen. Auf TikTok könnt ihr das natürlich alle schon am Montag verfolgen, beziehungsweise ich werde eine Shortform wahrscheinlich schon am Sonntag noch posten können. Also meine Highlights, meine Punkte, auf die ich geguckt habe und so weiter. Und natürlich auch mit euch abstimmen, was so ein Schreckmoment war, was gar nicht ging, wo die FIA eingreifen musste und so weiter. Aber wir müssen uns natürlich mal aufs Rennen einlassen. Ich denke mal, ich rechne mal, dass wir echt oft Ausfälle sehen werden. Bottas musste zum Beispiel jetzt zu einem CE wechseln, also eine komplette Electronic Control. Und das ist natürlich echt mühsam, wenn man da nur zwei im Jahr hat und dann muss er heute schon die erste wechseln, weil er gar nicht fahren konnte. Das ist echt sehr schade. Und wir sind hier gut noch unterwegs. Ich kann noch hier eine Zehntel rausquetschen. Ja, hier beim nein, wir haben hier beim Körperüberfahren ein bisschen was verloren. Es wird nicht für die Pole reichen, absolut nicht. Aber es wird auf jeden Fall für eine gute Platzierung in den Top 5 reichen. Wir sind ja jetzt schon Vierter und mit den 40.000stel werden wir uns jetzt nicht stark verbessern können. Nein, also zack, wir bleiben auf dem dritten Platz, fliegen wir darauf. Gerade mal 60.000stel hüpfen wir auf den dritten Platz. Das ist echt stark. Nur dann kommt so ein kleiner WTF-Moment. Ich bin hier ja ein bisschen mit einem Quersteher rausgekommen und berühre den Körper ganz leicht und mich dreht sie einfach komplett weg. Ich weiß nicht genau, was das war. Wir gucken uns das Ganze in der Replay nochmal an. Ja, die Replay hat jetzt nicht viel gebracht. Aber die nächste. Genau, guckt euch das hier an. Uns dreht sie einfach weg, ohne irgendwas dort. Aber für heute war es das mal, wie gesagt. Unser Qualifying ist sowieso vorbei. Abonniert gerne den Channel und ja, es war sehr spannend, sehr knapp vor allem. Und ich freue mich echt extrem heute aufs Qualifying. Ich hoffe, ihr seid morgen natürlich gerne dabei bei der Hot Lap und auch gerne beim Rennen. Es war viel Arbeit. Also schaut doch gerne auf Itz_Tori vorbei, falls ihr noch nicht wart. Und hier haben wir das Klassement. Wir werden vom vierten Platz morgen in ein 50% Rennen gehen. Abonniert gerne den Channel kostenlos. Lasst doch gerne Däumchen oben da und aktiviert gerne die Glocke. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis später auf TikTok oder morgen hier und ciao.